Ich möchte gerne heute mit euch diese Blobs-Serie weitermachen. Diese einfachen Blobs, die sind perfekt geeignet für Anfänger. Hier habe ich eine Sumi-Palette. Das sind Farben aus Japan. Die werde ich heute benutzen. Das sind die hier. Dann habe ich das hier noch gemacht. Das ist aus der Schminkpalette. Da habe ich einfach die Farben genommen, die nebeneinander liegen. Oliv, lichter Ocker, Umbra und Sepia. Also das ist auch so ein Tipp von mir, wenn ihr nicht wisst mit den Farben, was passt zusammen, immer die nehmen, die nebeneinander liegen. Also das kommt eigentlich immer ganz gut. Ja, dann fangen wir mal an. Ich habe hier auch noch so ein bisschen Gold reingemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sieht ganz hübsch aus. Das ist so wie diese Vögelchen oder wie diese Rosen, die wir gemacht haben. Diese Farben, die sehen so ein bisschen wie Kuretake-Farben. Und ich fange jetzt einfach mal hier oben an. Also du kannst da Rechtecke machen, Kreise, Vierecke, Dreiecke, du kannst auch alles vollmalen und dann nachher mit einem Feinliner drüber gehen, wie du das willst. Also ich zeige dir jetzt einfach eine ganz einfache Variante, die Kreise. Und da musst du jetzt auch nicht so perfekt einen Kreis machen. Und auch, dass ich arbeite diese Farbe jetzt auch gut in das Papier rein, weil ich sie nicht vorgewässert habe. Und ich finde, wenn man das macht, das granuliert dann auch schön. Das sind auch granulierende Farben. Also das war jetzt das Rot-Schwarz. Jetzt nehme ich das Gelb-Schwarz. Das hat so ein bisschen so einen Grünton. Ich mache das Rot noch mal ein bisschen breiter. Nimm den Pinsel auch recht weit oben, dass du da nicht so eine Kontrolle hast, dass die so ein bisschen organischer wirken. Das hier ist jetzt das Grün-Schwarz. Wie gesagt, ich arbeite das hier gut in das Papier ein, dass die auch gut granulieren. So. Das hier ist das Blau-Schwarz. Jetzt das Lila-Purple-Schwarz. Du siehst, die sind wirklich hoch pigmentiert, diese Farben. Aber wenn Aquarellfarben trocknen, werden die einen Tick heller. Also das bleibt nicht so. Das hier ist jetzt das Braun. Du könntest jetzt, hier gibt es so kleine Blumen, siehst du das? Das ist eigentlich ganz hübsch. Also das ist eigentlich nicht so gewollt in der Aquarellmalerei. Wenn du Landschaftsbilder malst oder so, sieht es auch ganz schön aus am Himmel. Du kannst jetzt hier auch so ein bisschen Wasser reintropfen lassen. Das gibt dann auch so Effekte. Das passiert, wenn eine Seite trocken ist und das andere zu feucht, und dann gibt es diese Blumen. Hier funktioniert es jetzt nicht mehr. So, ich trockne das jetzt mal. Moment. Für den Hintergrund, da ziehe ich mir jetzt so Hilfslinien, fange in der einen Ecke an bis zur anderen. Und nehme jetzt, du könntest jetzt auch hier die Breite von dem Lineal nehmen, immer wieder.
dann hast du immer den richtigen Abstand, den gleichen Abstand. Und mit Bleistift leicht, damit du das nachher noch ein bisschen ausradieren kannst. Wenn du, ich versuche jetzt hier in den Hintergrund, weil diese Blobs, die sind jetzt halt wieder so unförmig. Und da versuche ich jetzt was wirklich Gerades, Geradliniges in den Hintergrund zu setzen, dass das auch wieder so einen Kontrast gibt. Und ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen und mache den Hintergrund ganz intuitiv. Wenn dir nichts einfällt, also mir fällt auch manchmal nichts ein, dann google ich Muster. Also ich google gerne im englischsprachigen Raum. Das nennt sich Patterns, Pattern. Und dann findest du unheimlich viele Muster, die du übernehmen kannst, verändern kannst, dich einfach nur inspirieren lassen kannst. Ich glaube, ich mache das ein bisschen schneller, dass ihr mir hier da nicht zugucken müsst. Das ist ja recht langweilig. Noch ein paar. Eins. Natürlich hier oben. Was sind wir denn hier? Hier. Dieses Sumi-Farben verlinke ich euch in der Beschreibung, wo ihr die herbekommt. Ich hoffe, da hat sich auch nichts verändert. Also ich nehme jetzt hier so ein, was ist das für einer? 01 Feinliner, der ist wasserfest und mache überall, wo sich diese Linien kreuzen, einen Punkt rein. Was vergessen, bestimmt hier, hier vielleicht so andeuten, hier. Ich könnte jetzt diese Linien nehmen, also wenn man jetzt nach dieser Golden Rule geht. Bei einem Rechteck. Das Rechteck in dem Rechteck ist ja ein Viereck. So, bis hier. Und dann haben wir hier, um die Balance zu schaffen. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Rechteck und habe hier das Viereck und habe hier das Rechteck, dann könnte ich hier ungefähr diesen Sweet Spot, nennt man das auch, reinbringen. Ich fange jetzt einfach mal hier an und mache einfach mal so Linien. Und lass das hier überkreuzen. Du kannst ja auch Buntstiftemarker nehmen, wenn du das bunt haben willst. Ich könnte jetzt auch hier so kleine unförmige Blätter dran machen, Blumenblätter, größer, kleiner.
Wir könnten, aber was ich gerne mache, ist, ich mache jetzt nur hier drei rein und wenn sich jemand die Karte anguckt, denkt der, boah, da hat die ja was vergessen. Also das macht es dann, also ich finde dann auch wieder, das macht es so ein bisschen interessant. Das stört mich jetzt ein bisschen, dass hier nichts dabei ist. Ich die Linien irgendwie blöd gezogen. Aber ich tue jetzt mal so, als wäre hier was. Ja, das ist okay. Ich würde gerne noch was Kleineres machen hier vielleicht. So. Jetzt, das ist trocken, nehme ich mein Gold. Und zwar habe ich da wirklich ein tolles Gold. Das ist das Royal Flash Metallic Farbe. Das wird hergestellt in Deutschland in Bielefeld und zwar von der Firma www.ideen mit Herz, ein Wort.de. Ich habe die schon ewig, diese Farbe. Die trocknet auch nicht aus. Und die deckt wunderbar. Die kann man benutzen auf Acryl, haltbar auf Acryl, Kunststoff, Holz, Terrakotta, Papier, Pappe. Also das ist so ein Universalding. Ich mache den Pinsel mal. Ich nehme einen feinen Pinsel. Das ist ein Zweierpinsel. Das ist ein Zweierpinsel, ja. Und mache den ein bisschen nass. Und nehme ein bisschen Farbe auf und mache hier so kleine Blätter. Ja, der ist zu nass jetzt. Hier noch. Natürlich kannst du da auch einen Goldstift nehmen. Also einen Marker. Ich mache die ein bisschen unförmiger. Nehme jetzt meinen Feinliner. Gehe von hier oben hier rein. Hier noch, weil das auf dem Dunklen, glaube ich, kommt das ganz gut hier. Unten an. Da mache ich auch nur drei. Und zwar nehme ich da hier das hier. Seht ihr, das Gold ist wirklich klasse. Wie gesagt, das trocknet auch nicht aus. Muss halt der Deckel immer mal sauber machen. So. Das macht so.
So, ich denke, das reicht schon. Sonst wirkt das zu überladen. Ich trockne das mal, das Gold. Moment. Das ist jetzt trocken. Ich mache jetzt hier mal die Umrandung ab. Die benutze ich auch immer wieder. Also die kann ich, das kannst du bestimmt 4, 5 Mal benutzen. Das ist dieses Tape, das nennt sich Sensitive. Also für Papier, damit das Papier nicht reißt. Aber wenn du normales Klebeband nimmst, halte dein Föhn dran, während du das abziehst, und durch die Wärme wird der Kleber so ein bisschen gelöst und dann zerreißt dir das Papier auch nicht. So, ich mache jetzt hier, stanze jetzt hier die Ecken. Und radiere die Linien aus. Also die haben wir nicht alle gebraucht, aber ich denke mir so zum Setzen von den Blümchen und den Linien, das hilft. Ich habe hier einen Radiergummi, einen 4B Radiergummi. Der funktioniert wunderbar auf Aquarellpapier. Natürlich kannst du auch den hier nehmen, diesen Knetgummi. Das ist, also der geht einfacher. Das ist einfacher. Sollte sich das Leben einfach machen. So. Noch was? Hier. Ich habe noch eine von Stempelkissen. Zeige ich euch. Da habe ich grün und rot und braun. Viele benutzen ja diese Distressed Oxides von Ranger, also die hier. Da habe ich auch zwei, aber irgendwie, ich weiß nicht, man sollte da ein bisschen Wasser dran machen, dann funktionieren die auch immer wieder. Aber ich habe immer so das Gefühl, die sind richtig gut hier. Ich glaube aber, ich nehme das Braun. So, da mache ich ein bisschen rein. Ganz drüber schweben. Das ist einfach nur der Rand, so ein bisschen eine Definition hat. Der weiße Rand. Ja, und das ist eine ganz einfache Geschichte und das sieht cool aus. Man kann da jetzt noch so vieles machen. Du kannst auch noch, ich zeige euch das hier eben mal, du kannst jetzt auch hier so Linien reinmachen. So ein bisschen die Rundung annehmen. Und so kleine Blümchen, Blätter. Ich habe jetzt hier den 01er genommen. Es wäre vielleicht schöner, wenn ich den dünneren nehme, den 003er. Und man könnte auch hier diese Shapes annehmen, was hier mit dem Wasser passiert ist. Einfach nur das so ein bisschen betonen.
Und hier, das sind ja drei Stück von dem Wasser, dass wir da einfach so Schnecken reinmalen. Du kannst auch hier jetzt das bisschen zusammenbringen. Na, jetzt habe ich gesagt, dass es nicht so überladen wirkt, aber wenn ich den Stift in der Hand habe, dann fange ich immer an, mache hier noch was und da noch was. Und ich liebe ja auch Pünktchen. Na, hier nochmal ein paar Pünktchen hier unten drunter. Und hier vielleicht noch ein kleines. Wir könnten auch hier noch Pünktchen. Dass es was zu gucken gibt. Euch fällt bestimmt noch mehr ein. Oder wie gesagt, wenn du googelst nach Mustern, es gibt unendlich viele Muster. Da kannst du dir das rausziehen, was du willst. Ein bisschen langweilig hier, ne? Ich finde, da kann man auch noch ein bisschen Gold reinmachen. Nur so ein Tick. Nur so ein bisschen hier so. Vielleicht hier so ein Dreierpack. Jetzt braucht das hier oben auch noch was. Vielleicht zwei. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Also wenn ich dann sowas sehe, wenn ich mir sowas angucke, da fällt mir ganz viel ein. Am besten wäre es, ihr nehmt euch ein Stück Papier und einen Stift und schreibt das auf oder malt euch das auf, was euch jetzt so dazu einfällt. Oh, da hätte ich aber jetzt hier noch was gemacht oder da was gemacht. Das könnt ihr dann umsetzen. Lasst euch inspirieren von solchen YouTube-Tutorials. Und erfindet neue Sachen, neue Designs, macht Sachen zusammen, kreiert Sachen zusammen, die normalerweise nicht zusammengehören. Und macht das in die Balance und dann sieht das gut aus. Sowas kann man auch in ganz groß machen, auf dem A2-Papier. Und du kannst dir das dann aufhängen in Bilderrahmen rein. Das ist schön für ein modernes Zuhause und auch gerade mit dem Gold und auch diese Farben, also diese Sumi-Farben, die sind super ergiebig. Also ich habe die, wie gesagt, schon ewig. Ich habe schon große Sachen, kleine, ich habe schon ganz viel gemalt mit denen. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und es hat euch auch gefallen und ich würde mich auch sehr freuen, über einen Kommentar, ein mag ich,
gefällt mir, oder wie man da sagt, und auch natürlich um ein Abo. Und ich werde in Zukunft, ich will das steigern, also wenn ihr mir folgt mit diesen Blobs, es wird, ich will das steigern, dass ihr dann immer mehr Designelemente kennenlernt und die dann auch zusammen kombiniert. Also es würde sich lohnen, mich zu abonnieren. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.